Und da wären wir auch wieder. Unsere Helden haben sich einigermaßen ausgeruht, bis sie dann gemerkt haben, dass fast kein zu essen mehr da ist. Was ja doch ein ziemliches Problem werden dürfte, denn hier wieder rauszukommen, ist bestimmt nicht viel einfacher als reinzukommen. Aber sei es drum, wir konnten uns ein wenig ausruhen, unsere Kräfte zurückgewinnen und jetzt schauen wir uns hier in dem Bereich erstmal zu Ende um. Also, erstmal südlich und östlich gucken, was das für eine Nische ist. Südlich und östlich und auf den Boden achten. Nicht, dass da wieder irgendwelche Pentagramme eingezeichnet sind. Und Ghule. Nee, komm, Ghule. Kannst berechnen, keine Magie. Genau, Ghule sind Pipifax. Ting, ting und Splatter. Zwei Türen. Also. Oh. Die ging von alleine auf. Was ist mit dir? Du nicht. Okay, erster Versuch nicht. Zweiter Versuch nicht. Schon mal ein schlechtes Zeichen. Oh, dritter Versuch hat geklappt. Okay. Ein etwas größerer Raum, aber das ist nur ein Durchgangsraum. Und eine Tür, die schon offen war. Hier waren wir doch schon. Okay. Führt nur einmal im Kreis. Also nach Norden und dann nach Osten abklicken. So, Boden gucken. Alle Wände einmal gegenstupsen, um zu gucken, ob sie echt sind. Und weiter nach Osten halten. Durch die Tür, die von alleine aufging. So, ein Durchblick. Noch eine Tür. Knack. Noch ein Durchblick. Ach, das sind die drei Durchblicke, die wir gesehen hatten. Ja, genau. Also es sind eigentlich vier, aber drei in diesem Bereich. Sehr gut. Das wäre Nummer drei. Eine Geheimtür. Wollt ihr weiter danach suchen? Nein. Wir haben es langsam genug mit diesen Geheimtüren. Nur an Stellen, wo wirklich Geheimtüren sein könnten. Wie in der Sackgasse. Oh. Hier wieder eine Wand, ne? Ja. Nein. Also nur an Stellen, wo wirklich eine Geheimtür auch sein könnte, wo es Sinn macht, da werden wir weitersuchen. Aber sonst ist einfach verschwendete Zeit, die wir einfach nicht mehr haben. Weil das Essen ausgeht. Und ich glaube, wir sollten uns nördlich halten. So gut es eben geht. Oh, was steht da? Ah, hallo, Headshot. Du stehst da ungünstig. Zaubern. Kampf. Ignivaxius. Obwohl, warte mal. Ein Headshot kann auch von magischen Waffen verletzt werden. Und ich will nicht jetzt schon wieder die ganze Astralenergie verschwenden. Also nein, du hältst die Füße still. Und Tirix Axt macht das schon. Irgendwie. Du machst nichts. Aber du vielleicht mit dem Drachentöter? Jo, sehr schön. Du machst auch nichts. Sichern. Sichern. Pieksen. Tirix. Sehr schön. Jetzt kommen also die schweren Geschütze. Dämonen. Wo das Dunkel regiert, verhallen Schreie ungehört. Das sollte ich mir aufschreiben. Wo das Dunkel regiert. Oh, und ich sollte auch notieren, in welcher Zeile was steht. Also wo das, Komma, verhallen, Komma, Schreie ungehört. Also mit Komma meine ich einfach Zeilenumbruch. Schreie ungehört. So. Weil es könnte ja immer noch sein, dass wir die Wörter zählen müssen und nicht die Dämonenpöppels hier. Wobei das hier jetzt schon 9 sind. Da sind es 2. Also könnte es 2, 9, 2 sein. Und dann noch eine vierte Zahl.
Aber gut, gucken wir jetzt mal nach Norden weiter. Also nördlich Sackgasse. Hm. Oh, alles Sackgassen. Das ist nicht schön. Das heißt, wir müssen jetzt ganz zurücklaufen bis zu dem Teleporter. Oder wir sprechen hier mal mit Penetrissel und gucken, ob es hier in der Richtung überhaupt weitergeht. Hellsicht, Penetrissel. Lignum et lapis. Nun, es geht definitiv weiter. Ha. Frage ist nur, wo der Zugang dazu ist. Die Wände hatten wir hier abgegangen. Hier bin ich mir nicht sicher, ob wir uns dagegen gelehnt haben. Also nördlich einmal alle Wände anstupsen. So, hier. Okay, nichts gefunden. Hier ist auch nichts. Und hier ist auf der ganzen Breite nichts. Okay. Also da haben wir noch nicht aufgedeckt. Vielleicht ist da irgendwo noch ein Teleporter. Und was war das da unten? Achso, das ist auch ein Dämonengesicht. Ja. Dann hätten wir 1-9-2-2 oder 2-1-9-2. Erstmal gucke ich ganz ruhig, ob ich mit Talana dahin kann. Talana, kannst du dir ein Bild davon machen, wie es hinter der Wand aussieht? Da. Nein. Da. Geht auch nicht. Hier war eine Tür, ne? Aber ne, wir sollten dafür keine Astralenergie verwenden. Wir gehen einfach nach Südwesten zurück. Also erstmal südlich halten und dann knick nach Westen. Dann springen wir in das rote Pentagramm. Gucken, wo wir rauskommen. Genau. Wir kommen raus. Hier. Oh, sehr schön. Hier können wir noch nach Süden gehen. Also da lang. So rum, so rum. Hier müsste jetzt neu sein. Und prompten Kampf. Gegen 6 normale Skelette. Oh, Yallen. Das sieht nicht gut aus bei Yallen. Da wird Mürum gleich mal verarzten müssen. So, genau. Arme Yallen. Talent anwenden. Wunden heilen bei Gwendolyn. Du Talent anwenden, Wunden heilen bei Yallen. Kräuter, heile Tränke, irgendwas außer die Supertränke? Nö. Aber Gulmondblätter. Das war jetzt irgendwie ohne Effekt. Okay. Du noch eins? Bringt nichts mehr. Bei dir wahrscheinlich auch nicht. Na gut, dann können wir das lassen. Einmal nach Osten. Einmal nach Westen. Und noch ein Kampf. Diesmal 3 Skelette. Ja, nee, ich will das nicht wieder riskieren, dass Yallen fast umfällt. Also gehst du in eine Ecke. Und blockierst Georgon den Weg. Richtig. So, sichern. Du läufst dahin. Du läufst da in die Ecke. Du läufst da in die Ecke. Wir könnten auch die Gruppe einfach aufteilen. Nur Georgon, Tirik und Gwendolyn vorlaufen lassen und alle Gegner im Computerkampf besiegen. Weil von denen wird keiner so schnell umkippen.
gar nicht mal so eine schlechte Idee. So. Du hau den ab. Du sicherst, du sicherst, du haust den ab. Du den. Oh, Paradepatzer. Ein Trefferpunkt. Oh, albern. So. Sichern, sichern, Geburtstag. So, Geburtstag. Hm, er hat schon über 50 Trefferpunkte eingesteckt. Okay. Du, auf den. So, Tirik, beste Gelegenheit. Er hat sich von dir weggedreht. Wenn du den jetzt nicht umhauen kannst, dann weiß ich auch nicht. 21. Das heißt, er hat schon über 65 Trefferpunkte eingesteckt. Es war eine sehr gute Idee, dass wir nicht den Kampf berechnet haben. Angriff auf dich. Na also. Du bist doch tot, oder? Sichern. Angriff auf dich. Jo, ist tot. Er kann durchgehen. So, Angriff auf dich. Angriff auf dich. Komm schon. Sind doch nur zwei Skelette. Zwei ziemlich zähe Skelette, aber hey, trotzdem. Direkt. Wenigstens etwas. Also mit dem Drachentöter zu kämpfen war wohl doch nicht so die beste Idee. Gerade gegen Skelette, ich weiß nicht, wie effektiv sowas ist. Aber ja, wir müssen ja jeden Moment damit rechnen, angegriffen zu werden. Jedenfalls ist es recht naheliegend, dass der Drache uns irgendwann angreift. Auch wenn es dann ein einklauiger Drache ist. Oder dreifötiger, wie auch immer. Töten. Also, die Skelette mit dem Drachen? Yeah. Das könnte eine ganz andere Geschichte werden. Wir hatten ja schon mal einen Drachen getroffen. Aber der hat sich dann doch als ziemlich nett erwiesen. So, du dahin. Angriff darauf. So, und gib ihm den Rest. So, Karte. Hier wäre eine richtig schöne Verbindung. Geht's nach Westen? Bitte, bitte, bitte. Nein. Natürlich nicht. Okay, bleibt nur noch Osten. Das auch Ende? Ah, nee, hier geht's durch. Okay, Karte. Das ist nur eine Verbindung hierhin. Was für einen Sinn macht das? Können wir wieder zurück dadurch? Südlich? Ja, können wir. Also ist keine Einwegverbindung. Vielleicht müssen wir so lange an der Wand hin und her laufen, bis diese Nachricht kommt, dass wir einen Geheimgang finden. Und dann klappt das an den bestimmten Stellen. Oh. Nee. Also zurück in den Teleporter. Was soll's. Links an der Wand lang. Und wir sind da oben. Hier oben kommen wir aber auch nicht weiter. Außer wir können da Süden durch. Gucken wir nochmal. Ah,
Also Richtung Süden guckend müsste es hier jetzt irgendwo durchgehen.